Wir starten an diesem trüben Vormittag mit Filmaufnahmen zu einem Autoporträt. Laut Wetterbericht soll es aber heute noch schöner werden. Ja, und zum Aufwärmen fahren wir einmal stressfrei auf wenig befahrenen Straßen. Klaus, der Fahrer und Besitzer dieses TVR Griffith 500, führt uns in seine Lieblingsgegend, in die Wachau. Übrigens ein UNESCO-Kulturerbe. Klaus ist auch von den Wachauer Burgen begeistert. Er möchte uns die Burg Ackstein zeigen. Also, wir sind am Weg dorthin. Das ist aber jetzt die Zufahrt zur Burg Honeck und nicht Ackstein. Klaus, wir haben heute noch viel vor. Wir können nicht alle Burgen in der Wachau anfahren. Sind es doch einige. So, jetzt geht's aber weiter zu unserem geplanten Ziel. Wir sind an der Donau in der Wachau. Und das ist sie, die Burg Ackstein. Grüß Gott. Grüß Gott. Was ist denn das für ein Auto? Das ist ein TVR. Ein TVR? Ah, TVR Triumph. Das ist ein TVR, kein Triumph. Ach so, ein TVR. TVR ist eine kleine englische Sportwagenschmiede in Blackpool. Und die machen sehr, sehr, sehr sportliche Fahrzeuge, wie den berühmten Griffith, den sehr wir hier schön, sehen. Ja, ja, tolles Auto. Ja, danke schön. Ja. Gerne, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und nun steht aber die Burgbesichtigung am Programm. Die Burgruine Ackstein ist aus dem 12. Jahrhundert. Sie liegt ca. 300 Höhenmeter über dem rechten Donauufer in der Wachau und ist etwa 150 Meter lang. So, jetzt geht's aber schnell wieder an die Donau. Ja, Klaus, jetzt wollen wir deinen TVR Griffith 500 ohne Dach sehen. Und wir machen auch gleich Bilder davon.
So, jetzt geht's aber wieder flott weiter. Und bevor wir in die Berge fahren, noch einige Impressionen von der Donau. Aber jetzt geht's auf die Bergstrecke. Ja, Klaus, es war ein super Tag mit dir und deinem TVR Griffith 500. Wir von Carmovies.at wünschen dir noch viel Fahrspaß mit deinem Engländer und weiterhin sichere und gute Fahrt.